Hallo meine Freunde des gepflegten Fußballs, willkommen zurück zu einer neuen Folge des Football Managers 2019, nicht 2000, das ist 19 Jahre zu spät bist, mit unserem BVB. Heute gibt es ein sehr wichtiges Spiel gegen, und was hat denn jetzt für ein Problem? Ein sehr wichtiges Spiel gegen Leverkusen, wo wir den Rückstand verkürzen wollen auf Bayern 04 auf zumindest 6 Punkte. Er möchte zurück. Okay. Ich muss kurz mit ihm reden. Kein Heimweh mehr. Dankeschön, Marco. Du bist ein klasse Captain. Ich würde Marvin jetzt ungern abgeben, auch wenn es jetzt kein finanzielles Desaster wäre, jetzt einen Ersatz zu holen oder sonst was. Aber er ist ein guter, wie gesagt, Ersatzkeeper schon. Ich habe schon ein paar Mal gesagt. Erfahren, ein ja, solider Bundesliga-Keeper. Und warum sollte man dann ihn abgeben, ne? Also, wir haben jetzt heute jedenfalls 10 Tage, am Anfang waren es 11 Tage insgesamt, Zeit, uns darauf vorzubereiten, gegen Leverkusen ein gutes Spiel abzuliefern. Und allen voran uns natürlich auszuruhen. Zudem können dann Spieler wie Piszczek und Akanji langsam wieder reinkommen, Spielpraxis sammeln. Also für Verfügbarkeit für die U19, aber der wird ja ohnehin nicht da spielen können, von daher ist das ja jetzt nicht so wichtig, deswegen. Ich mache trotzdem ein Testspiel am Wochenende und kann die Zeit ja nutzen dafür. So, wir spielen am Sonntag, dann mache ich sie am. Wir haben den Freitag. Ja. Machen wir mal hier. Vielleicht wäre das zu kurzfristig ansonsten. Dynamo Kiew? Nein, nehmen wir mal Tirana aus Albanien. Die werden doch bestimmt annehmen. Oh, ein gutes Talent aus Kroatien. Sowas sehe ich gerne. Antonio Marin. Gerne scouten. Auch haben die angenommen. Perfekt. Ferrer, Alcacer und Isaac mit einer guten Woche. Ah, wir haben jetzt potenziell Jugendspieler. Sehr schön. So, schauen wir die uns mal an. Patrick Born. Das große Talent, Innenverteidiger. Sehr gut. Und Zoran Rak. Gut, wie immer nehme ich mir mal so die 10 besten. Oder vielleicht die 5 erstmal nur gucken. Hernandez. Christian Hernandez. David Ochmann. Och Mann. Ach komm, ich nehme wie immer 10. Also werden ja bestimmt einige verlassen, wegen dem Alter, etc. Deswegen. Und ein Keeper, ein neuer Keeper ist ja immer gut, ne? In manchen Situationen hat man zu wenig Keeper. Das ist gut, wenn man mal einen halbwegs talentierten hat. Das ist 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut. Jetzt noch die Vorbereitung für das Spiel. Da darf natürlich Hitz spielen. Isaac. Delaney. Der gute Sergio. Christian. Lukas nicht zu vergessen, ganz wichtig. Akanji nicht, nein. Ja, und Manuel Ferrer. Für Jaden. Weil der wird schon am Samstag spielen, einen Tag davor.
Also heute. Könnte vielleicht ein bisschen viel für ihn sein. Aber dann kann ihn ja der Co-Trainer frühzeitig auswechseln. Du warst Spieler des Spiels. Glückwunsch. Fita wollte es auch noch ein tun. Wobei, nee. Hat genug Spielpraxis. Und Isaac braucht es ja dringender. Yakuza hat auch ein Heimspiel gegen Union Berlin. Ach, im Pokal, okay. Ah, deswegen. Haben wir Pause. Komisch, dass der Pokal jetzt am Dienstag, Mittwoch oder noch am Samstag gespielt wird. Merkwürdig gemacht, finde ich. Ein 4:1 ist schon. Tore durch Pulisic, Havertz, Delaney und Havertz. Gut. Isaac konnte sehr... Oh, ich glaube 7-8% Punkte konnte an Spielpraxis gewinnen. Hat es also auf jeden Fall gelohnt. Und kein Verletzter, das ist das Wichtigste. Ebenso konnte natürlich Vukas nach langer Zeit mal wieder spielen. Jetzt noch 7 Tage. 7 Tage Fokus. Oh, Witzel ist verletzt. Wie lange? Moment, das habe ich nicht gesehen. Da bist du schnell in die Delete-Taste gespammt. Ach man, ich habe es häufig gedrückt. Es geht alleine weiter. Gut, dann warte ich mal, bis die fertig sind. Also die Berechnung. Ja, fertig, gut. 1 bis 4 Tage. Puh. Schon kurz Angst bekommen. Das ist eine lange Verletzung von Witzel. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gehabt, jetzt im Saisonendspurt. War das jetzt auch nur ein Pokalspiel am Dienstag? Eine Woche lang? Ich werde mich jetzt nicht beschweren, also. Warum auch? Dafür habe ich jetzt eine lange Pause. Eine längere als Leverkusen. Auch wenn die jetzt auch, glaube ich, 8 Tage hatten, also. Von Vorteil werde ich da jetzt, würde ich da jetzt nicht sprechen. Also Vorteil für uns. Rafa Benitez ist neuer Trainer von Leipzig. Das ist nicht mal ein Name. Ab, was macht er so? Krass. Ist immer weiter verbessern.
Wenn du so weitermachst die nächsten 2-3 Jahre in dem Tempo, dann wird das mal ein sehr interessanter Stürmer. Und er ist jetzt schon ein sehr interessanter. Augsburg gewinnt 3:0 gegen Hannover. Mehr oder weniger ein Kampf um nichts. Donny van de Beek. Interessanter Spieler. Kurz überlegen, so als Ersatz für Delaney, aber dafür ist er defensiv nicht stark genug. Nein, Gelan ist ohnehin zu alt. Ja, Ferrer wieder super. Gut. Hab ihn oft genug damit genervt, sorry. Hab's gerade richtig gesehen. Delaney nur eine Trainingsnote von 5,3, danach der zweitschlechteste 6,5 oder so. Also der lässt sich richtig hängen. Ich glaube, das komplette Gegenteil, wie der Spieler in der Realität ist, weil ich schätze ihn als einen sehr guten Menschen, einen sehr fairen Sportsmann ein. Hier im Spiel nicht unbedingt. Häufig mal eine beleidigte Leberwurst. Und denkt sich dann, trainieren nicht? Ach, wozu? Er kann G 1 bis 5 Tage und dann ist er endlich wieder da. Oh, herrlich, heißt Havertz willkommen. Der Kai kommt zu seinem Ausbildungsverein. Freiburg gegen Schalke 0:0 noch. Leipzig gewinnt wieder. Okay. Der HSV auch nur unentschieden. Ich schaue jetzt aber nicht auf den HSV, dafür ist der Abstand viel zu hoch. Wir müssen halt erstmal dabei hochkommen. Wir sind so lange schon zwischen den Plätzen 10 bis 8, dass wir uns erstmal darum bemühen sollten, aus diesen Regionen halbwegs rauszukommen, mindestens in die Europa League Plätze. Die auch ein Stückchen entfernt sind. Ich glaube, 7 Punkte waren das gerade. Wir haben noch 35 Punkte. Oder? Ja. Ach. 35 Punkte. Nicht gut, nicht gut. So. Spieltag. Die Mannschaft ist topfit. Spielpraxis auch fast bei allen 100. Krass. Moral ist gut. Also an sich ist doch alles angerichtet für ein gutes Spiel. Los geht's. Aber motiviert habe ich sie auch noch. Und jetzt kommt wieder so eine Halbzeit gegen Schalke. Oh, das ist ja wirklich unfassbar, ne? Wie war es? 13:0 Schüsse, 13:1 Schüsse für Schalke. Dann 2:0, kurz vor der Halbzeit noch ein 1:2. Die zweite Hälfte war sehr gut, aber ach, lass uns lieber nicht über das Spiel reden. Ist nicht, glaube ich, so gut. Schön aufgepasst von Guerrero. Marco Reus. Marco Reus wollte Paco schicken. Mit Glück kriegt Kai ihn wieder. Schön raus auf Jaden. Guerrero, er kann sehr gut flanken. Zieht rein. Weigel. Aber mal zurück. Was für ein Pass auf Hakimi. Viel zu überhastet. Hätte Aschraf ein bisschen langsamer in Ruhe machen können. Marco Reus. Schade, da war natürlich niemand in der Mitte. Marco Reus, Paco. Guter Schuss, aber jetzt auch nicht viel mehr. Neuhaus. Guter Schuss. Jaden. Paco, viel Platz, viel Platz. Einfach in die Mitte gehauen.
Es sind Lücken da. Kann man ganz gut sehen. So, ich würde gerne ein bisschen offensiver spielen. Man sieht, da geht was. An die Mukta. Null Problemo. Genau in die Mitte von Donnarumma. Witzel, pass auf. Ach, ich wollte sagen, jetzt kommt Marco mit einem Konter. Hanni Mukta, aber spitzer Winkel. Schöne Haus auf Guerrero. Havertz. Havertz. 1-0. Mit dem Kopf. Oh, super. Überfordert vom Zuruf. Sorry. Die Flanke war doch nicht so gut. Geht's jetzt besser? Marco Reus mitten im Freistoß. In die Mauer. Kommt da noch was? Ja. Arangis hat er schon gelb? Ne, Paulinho hat gelb, okay. Von Marco heute nicht allzu viel zu sehen. Darf mal Kai in die Mitte. Christian kommt dann rein. Ebenso Isaac, unser Edeljoker für Paco. So, Nachspielzeit, das nutzen wir natürlich, um defensiver zu spielen. Die Lane hier rein, kommt hier rein. Abräumer, Abräumer, Abräumer. So, am Ende zählt nur der Sieg. Abseits. Das könnte unser zweiter Sieg in Folge sein. Das hatten wir das schon mal diese Saison? Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Boah, der Ball kam nicht an. War wieder so eine Situation, wo es viel zu viel Platz hatte. Es fallen jetzt nicht mehr so viele Tore bei uns, aber solange die Punkteausbeute erst einmal stimmt, nehme ich das natürlich gerne in Kauf. Foul. Schön rausgeholt von Jule. So, Spiel ist vorbei. Wir gewinnen 1-0. Ich würde schon sagen, verdient.
Schon wieder ganz ordentlich. Ja. 2 Siege in Folge. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Jetzt sind es 6 Punkte auf Platz 4. Es ist möglich. Und Tabellenrang 8. 2 auf 7. 4 auf 6. Es ist möglich, aber wir dürfen natürlich nicht nachlassen. Ne? Gut. Für heute war es das dann auf jeden Fall. Morgen kommt dann das Rückspiel gegen Atletico Madrid. Wo ein 1-0 nicht reichen würde, zumindest wäre das halt nur die Verlängerung, aber würde ich natürlich auch gerne mitnehmen. Ne? Ob wir es schaffen, sehen wir dann. Macht's gut. Bis denn.